100 Jahre Odeonbruck. Für Bernadette und Max Kuhn sowie für alle Arcus-AktivistInnen der ersten Jahre mit herzlichstem Dank für euer unbezahlbares Engagement. Das Odeonbruck feiert 2021 sein 100-jähriges Bestehen und zählt damit zu den ältesten Kinotheatern der Region. Wir werfen aus diesem Anlass einen Blick zurück auf seine Anfänge und seine Geschichte. 1921, ein Kinotheater im Bruck. Der Kinopionier Jean Speck, der in Zürich das erste Schweizer Kinoimperium aufgebaut hatte, ersuchte am 21. Januar 1921 beim Brucker Gemeinderat um eine Bewilligung zum Betriebe eines Theaters mit verschiedenen Darbietungen, in der Hauptsache kinematografische Vorführungen, die er Anfang Februar erhielt. Allerdings unter der Bedingung, dass er sich den noch aufzustellenden Bedingungen und Reglementvorschriften unterziehe. Tatsächlich erließen die Behörden Vorschriften über Einrichtung und Betrieb von Kinematografen in der Gemeinde Bruck. Sie fordern, dass für die Sicherheit des Kinematografen besuchenden Publikums alle und jede Garantie geboten ist. Zum Schutz vor Feuer wurde ein generelles Rauchverbot verfügt, strenge Sicherheitsauflagen für den Operateur und den Vorführraum erlassen und angeordnet, dass Personen nicht stehend in den Gängen platziert werden. Gewisse Paragraphen nehmen direkt Bezug auf Ärger, welchen der Gemeinderat mit dem Betreiber des Lichtspieltheaters zum National hatte. Im Bruck gab es nämlich seit 1911 den beständigen Kinematografen Helvetia im Restaurant National an der Kreuzung Seiden- und Fröhlichstraße. Der Besitzer, Herr Wirli, ließ offenbar auf der Straße Reklamezettel verteilen und entgegen der regierungsrätlichen Verordnung von 1913 immer wieder schulpflichtige Kinder die Vorstellungen besuchen. Die neuen Vorschriften hielten ausdrücklich fest, dass Kindern unter 16 Jahren der Kinobesuch verboten war, auch in Begleitung von Erwachsenen. Kindervorstellungen waren nur erlaubt, wenn das Programm von den Behörden bewilligt wurde. Im Brucker Tagblatt bezieht die Redaktion dazu Klarstellung. Die Verpflichtung, die Herr Speck einging, Kinder nicht zuzulassen und Jugendvorstellungen einzuschalten, wird hier allgemein begrüßt. Die Erlaubnis wurde dann auch erteilt, wie ein Inserat für eine Kindervorstellung im Odeon am 5. März 1921 zeigt. Das reguläre Programm musste ebenfalls mindestens 24 Stunden vor der ersten Vorführung zur Bewilligung vorgelegt werden. Sämtliche Films und Plakate unterliegen der Kontrolle durch das Polizeiamt beziehungsweise einer vom Gemeinderat bezeichneten Kommission. Das Vorzeigen von Mord-, Raub-, Einbruchs-, Ehebruchsszenen etc. überhaupt unsittlicher, verrohender oder sonst anstößiger Filme ist verboten. Ebenso die Verwendung von beschädigten Filmen und minderwertiger Projektionsapparate, die undeutliche Bilder erzeugen. Diese Vorschriften wurden am 9. März 1921 erlassen, nach der Eröffnung des Odeons. Die Baubewilligung dagegen wurde schon mehrere Monate vorher, am 23. Juni 1920, erteilt. Das Kinotheater wurde nach Plänen des bekannten, aus Bruck stammenden Architekten Albert Fröhlich realisiert und am Donnerstag, 24. Februar 1921, eröffnet. Jean Speck betrieb es zusammen mit seinem Neffen Eugen Sterk. Rückblickend besonders interessant ist die Tatsache, dass das Odeon nicht ausschließlich als Kino konzipiert war. Die Räumlichkeit eignet sich auch vorzüglich als Konzertsaal und Kleinbühne. Im Brucker Tagblatt erschien zwei Wochen vor Eröffnung eine begeisterte Beschreibung.
Die Architektur und Innenausstattung des Raumes ist bemerkenswert. Einige Stufen führen in den tiefer gelegenen Zuschauerraum, der eine bequeme Bestuhlung aufweist und ca. 420 Personen aufnimmt und von hinten nach vorne gegen das Podium etwas fällt. Vor der Bühne befindet sich ein Orchesterraum, der nach dem Vorbild moderner Theater versenkt ist. Auf der von allen Plätzen aus sichtbaren Rückwand der Bühne liegt das Projektionsfeld für die Lichtspiele. Zuschauerraum und Podium sind in einem anmutigen blau-violetten Grundton gehalten. Decke und Wände weisen rechtwinklige Felder auf. Goldige Ornamente tragen zur feierlichen Ausgestaltung des Raumes wesentlich bei und hübsche, von Kunstmaler Hartung in Zürich erstellte Biedermeier-Vignetten bringen Leben in den feierlichen und stimmungsvollen Saal. Das Eröffnungsprogramm fand begeisterte Aufnahme. Vor allem war es das Brugger Jugendfest von 1920, welches warm begrüßt wurde. 1930, die Einführung des Tonfilms. Nachdem Eugen Sterk in Baden ein eigenes Kino eröffnet hatte, verkaufte er das Odeon zu Beginn des Jahres 1929 an Emil Dietrich aus Olten. Dieser ließ das unterdessen einzige Brugger Kino von Arnold Rorschach betreiben. Die Handübergabe wurde der Öffentlichkeit am 11. April 1929 im Brugger Tagblatt bekannt gemacht, wo Eugen Sterk sich beim Publikum von Brugg bedankt und mit der Bemerkung schließt, dass von ihm ausgegebene Familienabonnemente weitere Gültigkeit hatten. Gleich darunter schließen sich folgende Zeilen von Arnold Rorschach an. Bezug nehmend auf obige Mitteilung gestatte ich mir, dem verehrten Publikum von Brugg und Umgebung bekannt zu machen, dass ich ab heute den Betrieb des Odeon Theaters auf eigene Rechnung übernommen habe. Nicht mit unnatürlichen Eingebungen überschnappter Filmregisseure will ich das verehrte Brugger Publikum langweilen, sondern ich werde mit den besten Filmschöpfungen beweisen, welch beachtenswerte künstlerische Höhe der Film von heute erreicht hat. Um aber auch den gegenwärtigen Zeitverhältnissen Rechnung zu tragen, werde ich die Eintrittspreise dementsprechend erniedrigen. Von diesen Vorsätzen geleitet, übernehme ich die Leitung des Musentempels, da hier mit der höflichen Bitte, das meinem Vorgänger Herrn Sterk entgegengebrachte Zutrauen auch auf mich übertragen zu wollen. Schon im Folgejahr vollzog sich mit der Einführung des Tonfilms auch im Odeon ein Umbruch, der weltweit das Kino revolutionierte. Das Brugger Publikum dürfte sich am 15. Oktober mit zwei Herzen im Dreivierteltakt zum ersten Mal einen Tonfilm ansehen. Als Krone aller Ton- und Sprechfilme angekündigt, war er für das Unternehmen ein voller Erfolg. Die Reinheit und Tonfühle des Orchesters überraschte und die tragende Stimme der Soubrette entfaltete einen Glanz, dass man bisweilen ganz vergaß, dass das blondlockige Wiener Mädel nicht leibhaftig auf der Bühne vor uns war. Da auch das Beiprogramm mit dem fröhlichen Schmarren »Die Frau mit dem Holzbein« recht unterhaltend ist, darf der Besuch dieses Wochenprogrammes bestens empfohlen werden. Das Vorprogramm bestand aus stummen und tönenden Einlagen. Der Hauptfilm, gerne auch als Großfilm angekündigt, war von nun an aber immer ein Tonfilm. Ende Oktober hält das Brugger Tagblatt fest, der Tonfilm scheint sich in Brugg gut einzuleben. Die Besetzung im Odeon Kino ist fortwährend eine gute. Und im Inserat des Kriegsfilms Westfront 1918, der im Dezember 1930 im Odeon gezeigt wurde, wird beworben mit den Worten: Ein Film, wie Sie keinen je zuvor sahen, keinen je zuvor hörten. 1943, die erste Renovation. Nach dem Tod Emil Dietrichs 1942
übernahm seine Tochter Emily Frey die Liegenschaft und den Betrieb des Odeons. Sie ließ das Kinotheater in einer dreimonatigen Renovation völlig neu gestalten. Oder, wie es ein Journalist formulierte, in wochenlangem Arbeitsgang haben die verschiedenen Handwerker aus dem altmodischen Kasten einen freundlichen Kinoraum gemacht. Ein ausführlicher Bericht über die Wiedereröffnung am 17. August 1943 betont die Helle des blumengeschmückten Vestibüls und fährt fort. Ganz groß war die Überraschung im Innern des Saales, aus dem die altmodischen Renaissance-Motive an den Wänden verschwunden sind. Diese sind nun vollständig mit waschbarer Tapete in freundlicher Aprikofarbe überzogen und verleihen dem Raum eine viel lichtere Weite. Das Bemerkenswerteste ist aber die neue Deckenbeleuchtung, die den Saal unauffällig, aber sehr intensiv belichtet. Dem Unternehmen wird zur gelungenen Renovation herzlich gratuliert und prophezeit, dass sie für alle Kinofreunde ein Ansporn sei, das Lichtspieltheater in vermehrtem Maße aufzusuchen. Denn die Balkonplätze wurden mit roten Polstersesseln belegt, so dass es nun eine Freude ist, auf ihnen dem Vorstellungsprogramm zu folgen. Bei der Renovation wurde auch in technische Neuerungen investiert. Die Bühneneinrichtung wurde fachgemäß erneuert. Der neue rote Plüschvorhang kann automatisch auf- und zugezogen werden. In einem zweiten Artikel wird die neue Bildtonmaschine ausführlich gewürdigt und als vollendetste Vorführmaschine für Tonfilm, die heute auf dem Markt zu finden ist, gelobt. Nicht nur die Bild- und Tonqualität durch den vollkommen gleichmäßigen Filmlauf wird gelobt, sondern vor allem wird auf die Brandschutzeinrichtung und das Kühlgebläse hingewiesen, durch welche praktisch jeder Film Brand ausgeschlossen sei. Ein Maximum an Betriebssicherheit bei bester Bild- und Tonqualität. Der Artikel schließt mit den Worten: Die neuen Filmvorführungseinrichtungen werden Interessenten, die sich an der Abendkasse zu melden belieben, von der Theaterleitung gerne gezeigt. 1956 bis 1997, die Ära Heinz Frey. Als Emily Frey starb, 1956, traten ihre beiden Söhne, Kurt und Heinz, das Erbe an, wobei Heinz Frey die Hauptverantwortung übernahm. In der Nachkriegszeit hatte das Odeon mit seinem Standort in Bruck einen großen Nachteil. Es gab von den Filmen nur sehr wenige Kopien, welche von den Verleihern, entsprechend den Einspielergebnissen, an die Kinos abgetreten wurden. Und so gelangten die begehrten Filmkopien zuerst in die Städte mit einem großen Einzugsgebiet. Die Premieren liefen stets nach diesem Vorspielrecht, zuerst in Zürich, dann in Baden und erst zuletzt nach mehreren Wochen im Odeon. Da die Leute aus Bruck und Umgebung durchaus bereit waren, für einen beliebten Film nach Baden zu fahren, anstatt zuzuwarten, bis er schließlich in Bruck vorgeführt wurde, wirkte sich das entsprechend negativ auf die Besucherzahlen des Odeons aus. Die Programmgestaltung des Odeons wurde 1952 durch die Eröffnung des Kinos Excelsior, welches auch heute noch wenige Gehminuten vom Odeon entfernt liegt, verändert. Da auch das zweite Brucker Kino der Familie Frey gehörte, war die Absprache untereinander gewährleistet. Jedes Kino hatte fortan sein eigenes Programm. Das Excelsior sprach durch seine Größe und seinen Komfort vorwiegend Familien an, während das Odeon gerne die in dieser Zeit sehr beliebten Western-Filme zeigte und sich damit den Rufnamen Revolverküche einhandelte. Was den gebotenen Stoff anbelangt, so bringt es dessen Auswahl mit sich, dass das Odeon vor allem von der jüngeren Generation besucht wird. Dann seien die Vorstellungen Parlato Italiano erwähnt. Diese finden für unsere Gastarbeiter jeweils am Samstag und Sonntagnachmittag statt. Außerdem wurden im Odeon in den Spätvorstellungen
auch die vor allem in den 60er und 70er Jahren aufkommenden Sexfilme gezeigt. Im Sommer 1963 kam es zur zweiten großen Renovation im Odeon. Neu geschaffen wurden Decke, Beleuchtung, Heizung und Lüftung. Um Platz zu machen für den Maschinenraum der neuen Lüftungsanlage, wurden im Saal die Bühne mit Orchestergraben, Souffleurkasten und Garderobe für das Theater entfernt. Eine zweite Baustelle bildete das Obergeschoss, wo anstelle der kleinen Wohnung ein Foyer entstand und WC-Räume eingebaut wurden. Das Echo war positiv. Weder Mühe noch Kosten wurden gescheut, um dem Besucher ein hohes Maß an Annehmlichkeit zu bieten. Mit dem Odeon besitzen wir heute ein Kino, das sich durchaus mit jenen der Großstadt messen kann. In den 4 Jahrzehnten, in welchen das Odeon im Besitze der Familie Frey war, wurden verschiedene Geschäftsführer eingesetzt. Prägend für das Odeon war das Ehepaar Doris und Marcel Weiß, welches das Haus von 1963 bis 1995 mit viel Herzblut betreute, sich stark für das Kino engagierte und während dieser Zeit Millionen Meter Film vorführte. 1980 kam es im Odeon noch einmal zu größeren Veränderungen. Laut Besitzer Heinz Frey wurden die Leinwand, die Beleuchtung und die Bestuhlung ersetzt, wobei die Sitzplätze von 300 auf 229 reduziert wurden, um dem Publikum etwas Bequemeres zu bieten. Zu Hause hatten sie vor dem Fernseher bequeme Fauteuils. So vergrößerten wir den Beinabstand und die Sitzgröße auf Kosten der Platzzahl. Wände und Boden wurden mit Spannteppichen überzogen, was das Odeon zum schalltoten Raum machte, wie es die reinen, mit Lautsprechern bestückten Kinosäle dieser Zeit forderten. 1996, 1997. Shoppingcenter oder Kulturzentrum? Beinahe wäre die Geschichte des Odeons nach 75 Jahren zu Ende gegangen. Aber dank Bernadette und Max Kuhn konnte verhindert werden, dass das Kino zugunsten eines weiteren Einkaufszentrums abgerissen wurde. Grundlage dafür war die 1968 vom Einwohnerrat ohne Gegenstimme bewilligte und 1996 immer noch gültige City-Planung. Unter dem Motto, die Begegnungen im Kulturzentrum sind wichtiger als jene im Shoppingcenter, nahm das Apotheker-Ehepaar Kuhn mit dem Verkäufer Heinz Frey Kontakt auf. Innert nur 3 Wochen unterbreiteten sie mit Unterstützung der Metron-Architekten ein überzeugendes Projekt und konnten am 21. Mai 1997 das Gebäude erwerben. Ihr Ziel war, das Odeon als Kulturstätte weiterzuführen, weshalb sie Kontakt mit dem Kulturverein Arcus aufnahmen. Im Hinblick auf den geplanten Kulturbetrieb kam es zur dritten großen Renovation. Diese konnte dank intensiver Arbeit und großem Engagement der Familie Kuhn und des Architekturbüros René Stoß vom 7. Mai bis zum 14. August 1998 realisiert werden. Von außen zeigten sich nach Abschluss der Renovation nur wenige Änderungen. Die geöffnete Fensterfront beim Eingang und das neue große Fenster im Obergeschoss gegen den Neumarkt hin. Die Innensanierung dagegen war umfassend. Das Foyer im Obergeschoss wurde durch die Verlegung der WC-Anlage ins Untergeschoss, wo neu auch eine Künstlergarderobe Platz fand, wesentlich vergrößert. Im Saal fiel der Sichtverbesserung auf dem Balkon und der Vergrößerung der Bühne, unter der die neue Lüftungsanlage installiert wurde, je eine Reihe Sitze zum Opfer. Die verbliebenen 189 Sessel wurden für einen besseren Komfort neu bezogen. Die schmalen Seitenflügel des Balkons erhielten wieder ihre ursprüngliche elegante Abrundung. Die Leitideen dieses Umbaus
welcher das Odeon zu seinen Wurzeln zurückführte, fasste Architekt René Stoß folgendermaßen zusammen. Diese Gesamterneuerung trägt dem Wunsch und der Tatsache Rechnung, dass das Odeon ein vielfältig nutzbares Kulturhaus sein will und nicht mehr nur Kinogebäude mit einem typischen Camera Obscura-Saal. Wir ließen uns hier leiten von dem melodisch und inhaltlich wunderschönen Wort Lichtspieltheater. 1998, das Arcus-Projekt Cinema Odeon. So ergriff der 1989 gegründete Kulturverein Arcus die ihm von Bernadette und Max Kuhn ermöglichte Chance, realisierte innerhalb kürzester Zeit das Projekt Cinema Odeon und übernahm mit erfreulichen Ambitionen und bewundernswertem Engagement ab 1998 den Betrieb des Kulturhauses. Arcus hatte schon mehrere Jahre vor dem Besitzerwechsel im Odeon Kultur betrieben. Die Untergruppe Filmtop zeigte seit 1992 jeweils am Sonntag und Montagabend ausgewählte Studiofilme. Die Untergruppe Ballet Odeon veranstaltete seit Januar 1993 auf der Bühne etwa einmal pro Monat ausgezeichnet besuchte Kleinkunstveranstaltungen und daneben auch Schulvorstellungen für Kinder und Jugendliche und ein Familienprogramm. Noch vor dem Umbau wurde der Kulturverein zum Mieter, zuerst für eine Probezeit von 2 Jahren. Nach Abschluss der Renovation wurde am 15. und 16. August 1998 ein großes Eröffnungsfest gefeiert, mit Film, Theater, Musik, Führungen durch das Haus und kulinarischen Genüssen. Filmtop, neu Cinema Odeon, zeigte von Freitag bis Montag ein Kinoprogramm, das sich wohltuend von demjenigen der vergangenen Jahre zu Zeiten der Revolverküche und des Schmuddelkinos abhob. Das Palais Odeon bot weiterhin Kleinkunst auf der Bühne an, am Donnerstagabend für die Erwachsenen, an Sonntagen das Kinderprogramm für Familien. Neu kamen Lesungen und Musik dazu. Damit wurde das Odeon zum Brugger Kulturhaus beim Bahnhof, was nur möglich war, dank des unermesslichen ehrenamtlichen Engagements aller Beteiligter. Einzig für die Koordination wurde vom Verein eine 20% Stelle geschaffen und Brigitte Pern zur Koordinatorin gewählt. Damit war sie neben ihrem Vereinspräsidium auch die erste Betriebsleiterin des Kulturhauses. Im Obergeschoss führte der Verein Arcus am Samstag und am Montag die Bar, welche schon in den Jahren zuvor ein beliebter Treffpunkt vor und nach den Arcus-Anlässen im Odeon gewesen war. Mit dem Verein als Mieter und Betreiber des Kulturhauses konnte sie fest eingerichtet werden und musste endlich nicht mehr dauernd auf- und abgebaut werden. Besonders beliebt waren die Abende mit Live-Musik, welche unter dem Namen Odeon Bar Music eine eigene Veranstaltungsreihe bildeten. Symbolisch war auch das neue große Fenster der Bar, das die gleichen Proportionen hatte wie eine Kinoleinwand. Es stand für die Transparenz und Offenheit des neuen Brugger Kulturhauses. 2007, der Erweiterungsbau Trigon. 2006 ließen Bernadette und Max Kuhn nach einem mehrjährigen Planungsverfahren die nordöstlich anschließende dreieckige Parzelle mit Architekt René Stoß bebauen. Das moderne Gebäude schließt die historische Häuserzeile am Bahnhofplatz mit einer neuzeitlichen, aber dem Alten gegenüber respektvollen Fassade städtebaulich ab. Die Realisierung des Forum Odeon als Kulturetage im ersten Obergeschoss ermöglichte eine Erweiterung des kulturellen Angebots, indem kleinere Veranstaltungen, vor allem Lesungen, aus dem Saal hierher verlegt und in einem intimeren Rahmen durchgeführt werden konnten. Sehr schön ist auch, dass der wunderbare Steinweg-Konzertflügel von Janine Strasser hier einen Platz fand, um gespielt und gehört zu werden.
Die Bühne konnte dank dem guten Einvernehmen mit den Nachbarn rückwärtig mit einer Künstlergarderobe erweitert werden. Die Zusammenarbeit mit René Stoß bezeichnete Max Kuhn als Glücksfall. Er hat eine städtebauliche Reparatur hinbekommen, indem er die beiden Räume des Bahnhofplatzes und der alten Zürcher Straße wieder lesbar gestaltete. Das Ehepaar Kuhn entschied, Bar und Forum als eigenständigen und professionellen Betrieb führen zu lassen. Obwohl die wesentlich erweiterten Öffnungszeiten der Bar den Kulturbetrieb unterstützten und die Zusammenarbeit mit dem Verein und seinem Kulturbetrieb gut abgestimmt wurde, war dieser Wechsel für die langjährigen, engagierten, ehrenamtlichen Barmitarbeiterinnen des Arkusvereins eine herbe Enttäuschung. Anlässlich der Neueröffnung des erweiterten Odeons im September 2007, traditionsgemäß mit einem attraktiven Programm sowie einem Tag der offenen Tür in beiden Häusern, wurden auch der Auftritt des Kulturhauses neu gestaltet, die beliebten Programm-Liborellos und das prägende Logo eingeführt. 2014. Das ganze Odeon wieder unter einem Hut. 2007 trat Stefan Filati die Nachfolge von Froni Jerika an, welche den Bereich Cinema bis dahin erfolgreich geführt hatte. Bis 2009 leiteten Andreas Rösli mit dem Schwerpunkt Bühne und er, Stefan Filati, mit dem Schwerpunkt Cinema das Odeon gemeinsam. Danach übernahm Filati die Gesamtbetriebsleitung. Das Kulturhaus wuchs weiter. Das attraktive Programm wurde stetig dichter. Am Freitagabend Bühnevorstellungen der Sparten Kleinkunst, Literatur und Musik im Saal oder bei kleineren Veranstaltungen im Forum. An den übrigen Tagen ein breit gefächertes Filmangebot mit Schweizer Spiel- und Dokumentarfilmen sowie unabhängigem Filmschaffen aus der ganzen Welt. An etwa 10 Sonntagen pro Saison Theatervorstellungen oder Konzerte für die jüngsten Besucherinnen. Ein Angebot, das seit 2005 in Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis Windisch programmiert wird, sodass jeweils 2 Vorstellungen in der Bossartschür gezeigt werden. Anlässlich der Vereinsversammlung 2011 wurde der Vereinsname geändert und dem Haus angepasst. Kulturverein Odeonbruck. Arkus-Traditionen wie die Creperie am Jugendfest wurden beibehalten. Es kam aber auch immer wieder zu Neuerungen und Ergänzungen des vielfältigen Angebots. Das Publikum schätzte dies offensichtlich. In den Jahren bis 2013 verdoppelten sich die Besucherzahlen. Mit den Unterstützungsbeiträgen von Kanton und Stadt sowie von verschiedenen treuen Sponsoren gelang es dem Odeon-Team, das sich weiterhin vorwiegend aus ehrenamtlichen Mitarbeitenden zusammensetzte, das Kulturhaus in Bruck und Umgebung erfolgreich zu etablieren. Die Zahl der Vereinsmitglieder erreichte nahezu 1000. Unter diesen Voraussetzungen wuchs der Wunsch, wieder zu einem Kulturhaus zusammenzuwachsen. Der Vorstand erstellte Business- und Finanzpläne, welche die vorhandenen Möglichkeiten aufzeigten. Bernadette und Max Kuhn setzten ein weiteres Mal großes Vertrauen in den Verein und zeigten sich auch diesmal finanziell großzügig. Der Mietvertrag für Bar und Forum war für die ersten 3 Jahre gestaffelt, sodass der Erfolgsdruck in dieser Anfangszeit abgefedert werden konnte. Die Saisoneröffnung des wiedervereinten Odeons wurde vom 21. bis 23. August 2014 gebührend gefeiert. Mit Film, Musik, Comedy, Kamishibai und Spoken Word, selbstverständlich garniert mit kulinarischen Leckerbissen. Einzig auf den Einbezug des Gartens im Innenhof musste wegen Regen verzichtet werden. Diese Einheit des ganzen Kulturhauses unter einem Hut war und ist für den Verein außerordentlich positiv. Besonders die Kombination von Kultur und Kulinarik bereichert das an sich schon sehr vielfältige Odeon-Programm Tea Time Kultur.
Kulturdinner, die beliebten Filmreihen wie Campus Cinema oder Odeon Kino Reif, Lesezirkel, Filmnacht, Musik zum Verweilen, um nur einige Angebote zu erwähnen. Technisch gab es innerhalb kurzer Zeit einschneidende Veränderungen. Die Digitalisierung machte auch vor dem Kino nicht Halt. Das Einlegen von Filmrollen wurde zur Seltenheit. Das Handwerk des Operateurs gerät zunehmend in Vergessenheit, da das Abspielen der Filme heute von einem Tablet aus gestaltet werden kann. Auch die Ton- und Lichtanlagen entwickelten sich rasant weiter und ermöglichen heute in relativ kurzer Zeit Stimmungen, die früher nicht oder nur mit riesigem Aufwand erzielt werden konnten. Odeon Bruck 2021. Das treue Publikum macht es deutlich. Unser Kulturhaus ist aus Bruck und Umgebung nicht mehr wegzudenken. Neben dem kulturellen Herzen des Hauses, Cinema und Bühne, hat sich die Gastronomie zum dritten Pfeiler entwickelt und bietet ein kreatives Angebot, saisonal, regional und biologisch. Die Bar ist täglich geöffnet und wird rege besucht. Der vegane Zmittag, viermal wöchentlich, wird sehr geschätzt. Und der lauschige Garten mit dem Bar-Zirkuswagen ist längst kein Geheimtipp mehr. Besonders die Gartenkonzerte erfreuen sich auch bei jüngeren BesucherInnen großer Beliebtheit und runden das Bühneangebot bis in den Sommer hinein ab. Ebenfalls im Hinterhof findet seit 2018 das Odeon Air statt. Zwei Wochen Open Air mit den Highlights der vergangenen Kinosaison und Filmklassikern. Dazu kommen immer wieder innovative Projekte von Mitarbeitenden, wie die beliebten Dog-Turniere an ausgewählten Sonntagnachmittagen. Auf ebenso reges Interesse stoßen die Angebote für Schulvorstellungen im Cinema und auf der Bühne, beide in Zusammenarbeit mit der kantonalen Fachstelle für Kultur. In Planung ist außerdem ein neues Projekt, das sicher weit über Bruck hinaus Interesse wecken wird, die Brucker Dokumentarfilmtage, welche alternierend mit den Brucken Literaturtagen jedes zweite Jahr im September stattfinden sollen. Die erste Ausgabe findet passenderweise im Jubiläumsjahr 2021 statt. Aktuell hat das Odeon Bruck 270 Stellenprozente, Teilzeitpensen zwischen 40% und 70%, für ein kleines Team unter der engagierten Co-Betriebsleitung von Stefan Filati und Sue Luginbühl. Dazu kommen die Mitarbeitenden an der Kasse, in der Bar und beim Zmittag, sowie in Technik, Unterhalt und Reinigung, welche im Stundenlohn angestellt sind. Nach wie vor basiert das Odeon aber auch auf dem unschätzbaren Einsatz von rund 40 ehrenamtlich tätigen Mitarbeitenden, insbesondere im Bereich der Bühne und im Vorstand. Und selbstverständlich auf der Treue der inzwischen rund 1250 Vereinsmitglieder. In der Saison 2018-19 besuchten 5068 BesucherInnen die 61 Anlässe der Bühne. Bekannte Namen wie Gardi Hutter oder Mike Müller sorgten für einen vollen Saal. Aber ein Stammpublikum vertraut der Programmierung des Odeon-Teams und besucht gerne auch Vorstellungen von weniger bekannten KünstlerInnen. Parallel dazu gab es 951 Cinema-Vorstellungen mit 197 verschiedenen Filmen, 37 davon aus der Schweiz. Die 25.533 BesucherInnen ergeben einen Durchschnitt von fast 27 pro Vorstellung, was im schweizweiten Vergleich bestens belegt, dass die Sorgfalt bei der Programmierung vom Publikum weit über Bruck hinaus geschätzt wird. Wie stark sich die Corona-Pandemie für unser Kulturhaus auswirken wird, ist noch nicht abschätzbar, aber wir hoffen das Beste für das Odeon Bruck und für die Kultur allgemein.